2TV beim Ecki-Konzert und neben mir sitzt Tobi, die Partyrakete. Ja, hier sitze ich und hier freue ich mich, dass ich da bin und danke für die Einladung. Also ich denke mal heute als Gast, ne? Genau, heute bin ich als Gast hier. Ich habe Ecki damals gefragt gehabt, was du hast gesagt, ach, kommst auf die Gästeliste, du bist dabei. Und ich sage, ja, finde ich schön, finde ich super. Wie gefällt dir die Veranstaltung? Bis jetzt habe ich noch nicht viel mitbekommen. Ich bin ein bisschen später leider erst erschienen. Ich war vorher noch im Interview bei lieben Manfred Niggemann, müsst ihr auch kennen. Ganz, ganz lieber Mensch. Und da war ich noch gewesen und deswegen waren wir jetzt ein bisschen später hier, aber sehr, sehr schön. Also ich finde das geil, was er hier auf die Bühne stellt und mit den ganzen Kollegen und so. Also absolut Chapeau, sage ich mal, weil das sind ja richtig mega Kollegen, die hier auftreten. Ne? Also es ist Respekt. Das ist eine Hausnummer. Ja, definitiv. Also ich habe auch so Partys, aber an solche Kollegen, das wird schwierig werden, glaube ich. Tobi, von dir dieses Jahr was Neues? Ja, ich habe jetzt einen neuen Song rausgebracht, der heißt Ihr Traum wird endlich wahr. Sie liebt den DJ Teil 4, die Auflösung. Oder DJ Teil 4, die Auflösung. Und ja, der ist jetzt seit gestern richtig draußen. Und jetzt gucken wir halt mal, ne, wie die Diskotheken darauf abgehen, ob sie es spielen, ob sie es nicht spielen. Auf jeden Fall ist ein sehr, sehr schöner, tanzbarer Titel. Ist Disco Fox und bis jetzt echt wirklich nur positive Resonanzen bekommen. Und nach Karneval ist natürlich jetzt immer so ein bisschen, ne, so ein Loch drin. Ne? Karneval war ich richtig geil unterwegs, da habe ich den auch getestet. Und man kann es nicht glauben, aber selbst bei Karneval, die Omas oder die Leute haben wirklich geil getanzt drauf. War echt cool. Was bezeichnest du mit Omas? Und das sage ich jetzt ganz sarkastisch so. Ja, so ältere Frauen halt. Ne? So ältere Frauen, Mädels, Altweiber zum Beispiel waren wir in Bocholt. Ja? Ziemlich früh, 11 Uhr, also da ist normal so eigentlich noch gar nicht richtig Stimmung, aber die sind richtig geil abgegangen und die haben richtig geil mitgemacht, toll getanzt, teilweise auch mitgesungen, was ich sehr geil fand, weil der war ja noch gar nicht draußen richtig, also das fand ich schon gut. Also das ist schon eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Eben, gehe ich auch von aus. Sag mal, ich habe gesehen ganz, ganz viele Termine und wenn ich das richtig gesehen habe, ein neues Album? Nein, kein neues Album. Also wir haben jetzt, wie gesagt, den Song rausgebracht. Wir bringen jetzt am 30.03. noch einen Song raus, der heißt Mallorca ist geil. Und gucken wir mal, was wir damit noch reißen. Es ist so mehr wieder Ballermann, wieder ein bisschen, aber nicht so krass wie jetzt so Ingo ohne Flamingo. Also ist schon ein vernünftiger Text noch. Also wo ich da heißt es halt auch mit Saufen, aber dann heißt es zum Beispiel, wir saufen nicht nur Bier, sondern feiern hier. Ne? Oder so, ne? Also ich mag sowas nicht. Ich bin nicht so ein Typ dafür, der irgendwelche versauten, krassen Sachen singt. Man kennt mich mittlerweile ja auch. Gut, er schenkt mein kann man sich auch denken, was man will. Ist kein versauter Titel. Und mir macht Spaß einfach. Ich habe einfach Spaß in der Musik und ich mache weiter. Und egal. Was ich dich immer schon mal fragen wollte, sag mal, du verdienst ja mit der Musik nicht dein Geld. Nein, ich bin Bürokaufmann, ich habe einen normalen Job noch, den mache ich auch. Und Musik ist halt Nebensache. Aber mittlerweile ist es halt so, dass Olli und ich sogar mittlerweile selber produzieren. Also wir haben jetzt wirklich schon uns die ganzen Sachen angeschafft. Wir haben jetzt Keyboard, ich kann ja Keyboard spielen und so. Ne? Wir haben den ganzen, also der Traum zum Beispiel, der ist komplett selbst gemacht. Und Text kommt von einem guten Freund von mir, Mr. Oberbein, der hat schon Songs gemacht, Wir sind pleite. Echt, Jecken kommt vom, kann man nicht glauben, dass der einen Disco-Fox-Song macht. Aber wo ich das gehört habe, ich fand das richtig geil. Und den haben wir schon, vor 3 Jahren hat er den schon geschrieben. Und jetzt ist der jetzt rausgekommen. Na? Immerhin. Tobi, ich wünsche dir alles, alles Liebe, alles, alles Gute. Drück dir ganz, ganz doll die Däumchen für alles, was du dieses Jahr so vorhast. Auf jeden Fall. Ich denke, wir werden uns noch mal irgendwann öfter sehen. Ne? Seid ihr, weiß ich gar nicht, am 10.06. seid ihr da auch bei Schlagergarten zum Beispiel in Dortmund? Nee, sind wir nicht, aber ist ja auch egal. Wir sehen uns. Also ich bin nicht so viel unterwegs bis jetzt. Ich habe noch nicht so viele Termine. Also wenn das jemand sieht, ne, ihr könnt mich gerne buchen für alle Zwecke. Bei mir springen die Fans bis an die Decke. Aber wie gesagt, Ecki, toi, 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 machst du echt geil. Und Chapeau.